Ja, ich habe gerade durchgezappt den Flop der Utopiekonferenz mit Richard David Precht und Maya Göpel und so weiter. Ja, da, wenn man die Kompetenz nicht hat, zu erkennen, dass es nur einen Weg gibt zur Verbesserung der Welt, nämlich Stichwort Gemeinwohlwirtschaft, Gemeinwohlgesellschaft, zur Not noch Stichwort Leistungs- und Wettbewerbskommunismus, und das alles andere, oder Leistungswettbewerbskommunismus kürzer, das alles andere einfach nicht funktionieren kann. Ja? Und nicht ein Wort in diese Richtung. Noch nicht mal die weltberühmte Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, mit dem Felber hat ja Richard David Precht schon selber mal eine Talkrunde gehabt. Ja, also, aber kein Wort habe ich da gehört davon. Also es kann ja sein, dass es irgendwo mal für eine Sekunde auftauchte, aber das heißt also, und wir, deswegen sagen wir, die einzigen, die in die richtige Richtung denken, ist nun mal die Partei des Gemeinwohls. Ja, da bitte sofort mitmachen und unterstützen. Die Basis ist leider eben, ja, die ist keine Gemeinwohlgesellschaft, gemeinwohlwirtschaftsorientierte, geschweige denn Leistungswettbewerbskommunismus, nein, sondern die Basis, die dümpelt rum, dass sie immer noch sympathisiert mit Ideen, die aus der Mottenkiste stammen, nämlich aus der Mottenkiste der pseudokommunistischen DDR-Konzepte, also verstaatlichen, enteignen, was auch immer, und die andere, und dann immer noch die Mottenkiste dieser schrecklichen sozialen Marktwirtschaft, nämlich irgendwie dann irgendwo doch wieder diesen brutalen kapitalistischen Markt und so weiter. Und es geht nur über Gemeinwohl. Nur in der Mitte steht Gemeinwohlgesellschaft, Gemeinwohlwirtschaft und am linken Rand davon Felber mit seiner Gemeinwohlökonomie, der hat noch ein paar Sympathien zu dem pseudokommunistischen DDR-Modell. Nur da, also jetzt nachlesen überall, und Sie finden ja ganz einfach, ja, Sie müssen ja eigentlich, wenn Sie, für eigentlich ganz simpel, wenn Sie, hier haben Sie zum Beispiel jetzt, ja, wo ist es? Moment. Hier zum Beispiel, wenn Sie also hier hingehen und auf Einführung und Stellungnahme und dann ein paar Zentimeter runterziehen, ja, so, dann haben Sie hier zum Beispiel die Partei. Wenn ich da jetzt draufklicke, dann komme ich auf diese Seite und dann kann ich hier wunderbar schon mal einige Parteiprogrammspunkte, kann ich etliches lesen, kann sehen, auf welche Experten, mit welchen Experten welche Ideen wir auch gut interessant finden und so weiter. Und dann hier geht's eben los. Hier Gesundheitsreform, ja, hier Gesundheitsreform. Arzt soll dafür belohnt werden, wenn ich gesund und glücklich bleibe, mit seiner Hilfe und mit seinem kostenlosen, faszinierenden Freizeit- und Wochenendkursangebot in Richtung Prävention, Immunsystemstärkung, Gesundheitsförderung und so weiter. Ja, nur so geht Gemeinwohlwirtschaft und Gemeinwohlgesellschaft. Und wir dürfen eben, der Fehler war bei diesen ganzen, immer wenn ich Leistung und Wettbewerb wegnehme und aussondere, dann kriege ich ein scheiterndes Gesellschaftssystem. Und wenn ich aber den kapitalistischen Belohnungsschlüssel statt des gemeinwohlorientierten Belohnungsschlüssels reinnehme, dann kriege ich wieder diesen brutalen, alles zerstörenden, die ganze Welt zerstörenden Raubtierkapitalismus, genannt soziale Marktwirtschaft. Ja? Und deswegen kann das alles nicht funktionieren. Ne? So, und dann haben wir heute noch was hier, dass wir Kommune, wir haben jetzt mal
ja, vielleicht 500 € in die Hand genommen und demnächst erscheinen also Annoncen. Jetzt muss ich wohl wieder hier zurück, denke ich mal. Und dann muss ich mir mal die Annoncen anschauen. Kommune. Also wir haben ja zwei Strategien. Es gibt nur zwei Wege, die Welt zu retten. Partei des Gemeinwohls und wir kriegen hunderte, tausende total glückliche, faszinierende Kommunen hin, sodass irgendwann alle Leute in diesen Kommunen leben mit deren interner Verfassung und Regeln und so weiter. Und dass es dann quasi dann ja nur noch eine Kleinigkeit ist, den ganzen Staat umzumodeln. Also wir können die Kommune wäre die Abstimmung mit den Füßen, ja. Ich lese mal vor. Hier haben wir noch ein anderes Bild, welches schöner ist. Wenn man das größer macht, ist das vielleicht ein bisschen optisch schöner. Das war jetzt wohl einer zu viel, ne? So müssten Sie es aber noch gut lesen können. Ja, so. Und jetzt hier. Also. Partei des Gemeinwohls ist der parlamentarische Strang und der außerparlamentarische Strang ist Kommune. Das war ja schon damals bei der Kommune 1, 68er Zeit, auch wenn wir damals überhaupt nicht das erforderliche Know-how hatten. Übrigens hier unten rechts an dem rundlichen Ding bitte auf zweifache Geschwindigkeit, also 1,5 bis zweifache Geschwindigkeit stellen. Alles schneller schauen, weil ich ja so langsam rede. Schluck Wasser, bitte umstellen. Also, außerparlamentarisch, die super glückliche Kommune in Deutschland mit wissenschaftlicher Supervision. Es handelt sich um den Versuch mit der Supervision von 23 Professorinnen, Doktoren und so weiter. Das heißt also, nicht nur ich stehe zur Supervision zur Verfügung, sondern vielleicht auch einzelne unserer 23 Professorinnen, Doktoren und so weiter werden wir dann auch noch mal anfragen, wenn es dann läuft und so weiter, dass sie vielleicht auch noch mal sagen, was sie dazu meinen und was sie dazu denken und uns vielleicht noch wertvolle Tipps geben noch zur Verbesserung. Also, es handelt sich um den Versuch mit der Supervision von insgesamt maximal 23 Professorinnen, Doktoren und so weiter. Die erste so glückliche, Smiley soll das wohl sein, Gemeinwohlkommune, siehe zum Beispiel Gemeinwohlbuch von Christian Felber, möglich zu machen, sodass eine Abstimmung mit den Füßen stattfindet von Millionen hin zur bestmöglichen Lebensform. Dazu gibt es auch parallel die erste Partei des Gemeinwohls. Da kann man dann bei der Annonce wohl auch draufklicken. Hier Infos zum Supervisionsteam. Don Dillon vom Weltrat, Musiker, Mediator, psychologischer Berater, Gesundheitscoach und Präventionsberater, ehemaliger Heilpraktiker für Psychotherapie und Psychoanalyse, aktiver Weiser, also aktiver Wissenschaftler im Weltrat und Next Scientist for Future Homepage, die Sammel-Homepage für Weltrat und nextscientistforfuture.de. Übrigens da oben im Bilde, also wenn ich jetzt hier hingehe, das heißt also World Council of Wise People, der Weltrat der Weisen, Don Dillon, Assistent dürfte das heißen und dann Repräsentant des Weltrates und Diplom-Theologe Jürgen Wagner geht es dann hier weiter, Begründer der Schenker-Bewegung, der ja auch Spitzname Öff-Öff hat, ne? Und berühmt ist, bei Maischberger war, bei Anne, nee, nicht beim Anne Will war er nicht, aber bei Stefan Raab und NDR, SWR, überall Berichte über ihn, also richtig bekannt geworden, ja, als der Aussteiger der Nation sozusagen, Diplom-Theologe Jürgen Wagner, Begründer der Schenker-Bewegung und Mitsupervisor sozusagen, www.freieargumentekultur.net. Einfach per Telefon 0221 4308 2527 Kontakt aufnehmen und an dem Kommunenaufbauplenum mehrmals wöchentlich telefonisch oder online teilnehmen,
wo an unserer Gemeinschaftsfähigkeit und Glücksfähigkeit in einer Qualität gearbeitet wird, die es wohl nirgends sonst auf der Welt gibt. Das Kennenlernen steht an allererster Stelle und immer vor dem Einzug in Locations. Herr Wagner hat ja sozusagen Kontakt mit 10 Locations in ganz Deutschland, ja. Aber man kann ja auch beliebige neue Locations dazu nehmen. Das ist oft so ein Riesenirrtum, als wäre es wichtig, wie die Baulichkeiten sind. Das ist völlig unwichtig. Wenn die Menschen es nicht schaffen, miteinander gemeinsam aus dem Kapitalismus im Kopf auszusteigen, also wenn sie es nicht schaffen, wirklich miteinander zu glücklich zu sein, egal in welcher Location, dann können wir es eh vergessen, dann können wir sofort abbrechen. Wir brauchen keine Locations und keinen permakulturellen Anbau von Gemüse, wenn die Menschen es gar nicht schaffen, wenn die es nicht schaffen, den Kapitalismus aus dem Kopf rauszuwerfen. Ne? Bei dem neuen Kommune-Konzept handelt es sich um eine wesentliche Weiterentwicklung von Kommune-Konzepten wie zum Beispiel ZEG, Tamera, Osho, Bhagwan Shri Rajneesh-Kommunen, matriarchalen Kommunen, 12-Schritte-Kliniken, das steht so ein bisschen unglücklich hier, die 12 so einsam, 12-Schritte-Kliniken, Schenkerbewegung und ähnlichen. Bis bald, Dylan. Ja, das hätte man rausnehmen können, aber gut, die Annonce ist doch, glaube ich, ganz okay. So, und jetzt, ich denke, das war's schon wieder. Das sind die beiden Strategien und wer nicht in die Kommune will, dann also bitte sofort dann wenigstens Mitglied werden hier, Bundesvorstand. Da bin ich in den falschen Bildern. Jetzt bin ich in die falsche Richtung hier. Ja, da ist die Qualität, lässt ein bisschen zu wünschen übrig, finde ich, aber so, da kann man das auch lesen, ja genau, und ja, dann war's das für diese kurze Sendung, tschüssi, bis bald.